Heute geht es um Nasolabialfalten. Das sind die Falten, die sich von der Nase Richtung Lippe ziehen und manchmal auch von der Lippe Richtung Kinn ziehen. Nasolabialfalten sind oft störend, weil sie uns älter wirken lassen. Oft gehen sie auch einher mit hängenden Wangen und mit hängenden Mundwinkeln. Und das lässt uns insgesamt einfach oft auch mürrisch aussehen oder ein bisschen verärgert, obwohl wir das oft oder meistens gar nicht sind. Deshalb schau dir unbedingt dieses Video an. Mein Name ist Hanna Sacher, ich bin Physiotherapeutin mit der Spezialisierung Gesichtsmuskeltraining und helfe in meinen Online-Kursen meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wie sie mit Gesichtsmuskeltraining ihr Gesicht erfolgreich und sichtbar straffen und faltenfrei machen. Gut, zu den Nasolabialfalten. Grundsätzlich gehören ja Nasolabialfalten zur Gruppe, zur Kategorie der statischen Falten. Was sind statische Falten? Statische Falten sind jene, die durch ein abgesunkenes Gewebe entstehen. Weil eben, wenn die Wangenpartie absinkt, drückt das gegen unsere Mundwinkel und dann muss sich hier die Haut falten. Und wenn das oft genug und über einen langen Zeitraum passiert ist, dann ist hier auch eine sichtbare Linie in der Haut sichtbar. Die andere Kategorie wären dynamische Falten, wo zum Beispiel die Stirnfalten dazugehören, Zornesfalten dazugehören oder auch Fältchen rund um die Augen. Aber die Nasolabialfalten gehören zu den statischen Falten. Und ich möchte dir hier auch noch ein Bild einblenden von einem typischen Bild einer Nasolabialfalte, die eine statische Falte ist. Hier siehst du jetzt das Bild einer statischen Nasolabialfalte. Wie du sehen kannst, ist das Wangengewebe etwas abgesunken, die Mundwinkel schauen leicht nach unten und auch die Gesichtskontur ist vom abgesunkenen Wangengewebe durchbrochen. Je nachdem können diese drei Zeichen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Nasolabialfalten werden typischerweise mit Hyaluronfillern beim plastischen Chirurgen oder ästhetischen Mediziner behandelt. Aber ganz viele wissen nicht, dass man das auch mit Gesichtsmuskeltraining machen kann und dass das gleichzeitig eine viel anhaltendere Variante ist, weil die Filler muss man nach 3 bis 6 Monaten erneut injizieren, weil sich das immer wieder abbaut. Und bei Gesichtstraining ist es so, wenn du das einmal gelernt hast und konsequent machst, dann profitierst du dein Leben lang. Um die Nasolabialfalten zu reduzieren, müssen wir unsere Wangen anheben und straffen. Denn wie du dich erinnerst, die Ursache von den Nasolabialfalten ist ja, dass das abgesunken ist und gegen unsere Mundwinkel drückt und dann hier diese unschönen Falten erzeugt. Ja, aber bevor wir die Übungen dazu machen, möchte ich dir noch die zweite Art der Nasolabialfalten vorstellen, damit du dich selber gleich ein bisschen einordnen kannst und dann auch weißt, welche Übungen für dich am wichtigsten und relevantesten sind. Und zwar die zweite Kategorie sind Nasolabialfalten, die durch faltenproduzierende Gewohnheiten entstanden sind. Was könnte das jetzt sein? Das ist zum Beispiel das seitlich Schlafen. Wenn du nämlich oft so liegst, dann siehst du, dass sich hier eine Falte einprägt und auch oft hier, aber hier geht es jetzt um die Nasolabialfalten, das heißt, wenn du oft so liegst, in der Nacht ja über mehrere Stunden, dann prägt sich mit der Zeit hier eine Linie ein. Auf diesem Beispielbild wirst du erkennen, dass diese Nasolabiallinien etwas anders aussehen als das erste Beispiel. Nämlich hier sehen wir zwar die Nasolabiallinien, aber das Wangengewebe ist nicht abgesunken. Auch die Mundwinkel sind neutral und die Gesichtskontur ist nicht durchbrochen vom Wangengewebe. Diese Nasolabialfalten unterscheiden sich somit grundlegend von den statischen Nasolabialfalten, die ich dir vorhin gezeigt habe. Im Gegensatz dazu bei der ersten Gruppe der Nasolabialfalten sind eben oft die Wangen abgesunken, die so ein bisschen nach unten hängen. Man sieht das dann auch auf der Gesichtskontur.
So unterscheiden sich diese zwei Gruppen. Und es kann auch sein, dass du ein Kombinationstyp bist. Damit du dich selbst gut einordnen kannst, zu welchem Typ du angehörst oder ob du ein Mischtyp bist, mach jetzt am besten von dir selbst ein Foto. Stell dich kurz vor eine Wand, nimm dein Handy und schieß einen kurzen Schnappschuss von dir, damit du dich selbst gut einordnen kannst. Achte auf folgende Merkmale. Wie sind deine Mundwinkel? Sind die abgesunken oder sind die neutral? Dann zweitens, achte auf deine Wangenpartie. Ist die an Ort und Stelle oder ist die so ein bisschen abgesunken und durchbricht das hier deine Gesichtskontur? Wenn du hier siehst, dass wie so eine leichte Delle nach unten ist, dann ist das ein Zeichen, dass das abgesunken ist und dann würdest du eher zur ersten Gruppe zählen. Wenn deine Wangenpartie an Ort und Stelle ist und auch deine Mundwinkel neutral sind, dann, und du siehst trotzdem die Nasolabialfalten, dann gehörst du sehr wahrscheinlich eher zum zweiten Typ der Nasolabialfalten, die durch faltenproduzierende Gewohnheiten entstanden sind und nicht durch abgesunkenes Gewebe. Schreib mir gerne auch in die Kommentare, in welcher Kategorie du dich jetzt eingefunden hast. Bei der ersten Gruppe der Nasolabialfalten, die statischen Falten, geht es vor allem darum, dass wir die Wangenpartie wieder kräftigen und dadurch anheben. Denn dann, wenn die Wangenpartie wieder an seiner natürlichen Stelle ist, dann gibt es auch keinen Grund, dass sich hier Falten bilden. Denn dann drückt auch kein Wangengewebe gegen die Mundwinkel und dann gibt es keinen Grund mehr für die Nasolabialfalten und sie glättet sich als logische Konsequenz. Ja, lass uns gleich die erste Übung dazu machen. Nimm dir so einen Chopstick oder du kannst auch einen Kochlöffel nehmen oder du kannst auch einen Stift nehmen, den du vorher ein bisschen reinigst. Dann stülpen wir unsere Lippen über die Zähne und geben das zwischen unsere Lippen und ziehen unsere Mundwinkel währenddessen nach oben, so wie wenn wir lächeln möchten. Ziehe jetzt also deinen Mundwinkel hoch, so wie wenn du lächeln möchtest. Dann solltest du deine Muskeln in deinen Wangen gut spüren. Ich weiß, diese Übung schaut ein bisschen lustig aus, aber mach einfach mit. Jawohl, du kannst bei dieser Übung bis 20 Sekunden zählen und dann eine Pause machen. Wichtig ist einfach, dass du hier so in den Wangen eine gute Muskelaktivität spürst. Ich blende dir hier auch noch die Muskulatur ein, die wir bei dieser Übung vor allem trainieren. Die Muskeln, die wir trainieren, habe ich dir hier blau eingeblendet. Das sind jene Wangenmuskeln, die auch unsere Mundwinkel anheben und unsere Wangen straffen. Deswegen ist diese Übung besonders gut. Da wir diese Muskeln trainieren, ist es auch völlig normal, dass du in diesen Bereichen auch eine Art Anspannung, eine Muskelaktivität oder vielleicht auch eine Art Ermüdung spürst. Also mach dir da dann gar keine Sorgen, denn das ist gewollt. Du kannst diese Übung auch, wenn es sehr intensiv für dich ist, nur 15 Sekunden lang machen oder wenn du spürst, du kannst mehr, dann auch 30 Sekunden oder 45 Sekunden. Gut, dann gleich nochmal. So, es geht weiter. Begib dich wieder in Position und stell dir vor, dass du deine Mundwinkel aktiv nach oben Richtung Ohren ziehst. Auch wenn du dabei kaum Bewegung siehst, du spürst die Muskelaktivität. Versuche, diese Aktivierung zu halten. Sehr gut. Und du spürst vielleicht, wie jetzt hier die Muskeln richtig arbeiten. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen, dass die Wangenmuskeln aktiv werden müssen. Ich zeige dir jetzt noch eine weitere Variante, wo wir unsere Hände zu Hilfe nehmen, indem wir unsere Hände hier auf die Schläfen legen und Schub mit unseren Händen nach hinten und oben Richtung Haaransatz geben. Denn dann helfen wir dem Gewebe gleich noch mit, sich anzuheben. Wir nehmen das also wieder zwischen unsere Lippen. Und jetzt bei dieser Variante nutzen wir unsere Handflächen zusätzlich. Deine Handflächen geben jetzt sanften Schub nach schräg oben Richtung Haaransatz.
Achte aber darauf, dass du deine Schultern nicht Richtung Ohren hochziehst, sondern dass deine Schultern locker bleiben. Und das alles, während du deine Mundwinkel aktiv nach oben ziehst. Wenn du diese Übung zum ersten Mal machst, dann kann das ganz schön viel auf einmal sein. Dann lass dieses Video einfach öfter laufen. Ja, mal sehr gut. Wenn du Brillenträgerin bist, dann versuch einfach mit deinen Fingern bei den Bügeln vorbeizukommen oder das einfach eine Spur tiefer unterhalb deiner Brille zu machen. Gut, das war die Kräftigungsübung, um unsere Wangen anzuheben, vor allem für den ersten Typ, wo die Wangenpartie abgesunken ist und das die Ursache war für die Nasolabialfalten. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Typ der Nasolabialfalten, die durch faltenproduzierende Gewohnheiten entstanden sind. Was sind denn jetzt so faltenproduzierende Gewohnheiten? Für die Nasolabialfalten ist es vor allem das seitlich Schlafen. Wenn ich dir das jetzt so zeige, dann siehst du, dass sich hier das Gewebe so richtig zerknautscht. Und wenn man das oft genug gemacht hat, über Jahre oder Jahrzehnte in dieser Position geschlafen hat, dann zeichnet sich irgendwann diese Falte verstärkt ab. Und das ist auch der Grund, warum das häufig auf einer Seite stärker ist, weil wir ja meistens auf einer Seite am liebsten schlafen. Und deswegen, wenn du diese Falte glätten möchtest, dann solltest du lernen, auf dem Rücken zu schlafen. Weil dann ist dein Gesicht neutral, du zerknitterst dein Gesicht nirgendwo und dann glättet sich diese Falte von selbst. Und gleichzeitig können wir das auch noch unterstützen mit Übungen. Eine weitere Gewohnheit, die ich dir auch noch zeigen möchte, ist das Abstützen. Wenn man sich tagsüber am Computer oder wenn man was liest, immer so abstützt und immer diese Wange so gegen den Mundwinkel drückt, auch das ist eine ungünstige Gewohnheit, weil sie Falten erzeugt. Und das Ganze ganz unnötig. Deswegen, wenn du dich abstützen möchtest, dann mach das so, indem du einen Schub nach hinten und oben gibst. Weil dann hast du gleichzeitig sogar einen faltenreduzierenden Effekt. Du kannst es auch mit beiden Händen machen, so wie wir das vorher bei der anderen Übung schon gemacht haben, dass du dich so abstützt, während du zum Beispiel in der Zeitung liest oder am Computer deine E-Mails liest und so weiter. Dann hast du sogar einen faltenglättenden Effekt. Und dann gibt es natürlich auch noch spezielle Übungen. Und zwar, die zeige ich dir jetzt gleich. Geh mit deiner Zunge von innen gegen deinen Mundraum und gib gleichzeitig Widerstand mit deinen Wangen und deinem Mund. Drücke deine Zunge von innen gegen deine Wange. Deine Wange soll jedoch nicht nachgeben, sondern deiner Zunge Widerstand leisten. Somit erzeugen wir Druck und Gegendruck. Und dann wandere mit deiner Zunge rund um deinen Mund. Es kann sein, dass du eine Art Spannung auf deinem Hinterkopf bemerkst. Keine Sorge, das ist deshalb, weil deine Muskeln auf deinem Hinterkopf ebenfalls aktiv sind und mitarbeiten. Ha, gut. Du merkst vielleicht, dass das ein bisschen anstrengend wird. Aber das gehört auch dazu. Indem wir mit der Zunge diese Übung machen, bügeln wir quasi von innen die Falten aus. Und so haben wir einen noch schnelleren Glättungseffekt. Was du aber wissen solltest ist, wenn du trotzdem weiterhin deine Falten produzierenden Gewohnheiten im Alltag machst, dann sind diese Glättungsübungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil dann bügelst du quasi aus, aber im nächsten Moment erzeugst du schon wieder Falten und das ist ja ungünstig, das musst du einfach wissen. Deswegen ist die Kombination davon einfach am sinnvollsten, wenn du lernst, auf dem Rücken zu schlafen und das Ganze mit Glättungsübungen kombinierst. Ja, und dann kommt natürlich oft die Frage, aber oh Gott, ich kann doch nicht am Rücken schlafen. Und dafür gibt es auch Hilfen. Wenn du auch sagst, oh Gott, ich kann ja unmöglich am Rücken schlafen, ich schlafe am liebsten auf der Seite und kann auch gar nicht anders, dann möchte ich dir hier jetzt noch das Kissen vorstellen, das dir dabei helfen kann. Und zwar
Das sieht so aus. Und von der Seite siehst du, dass das hier eben so eine Wölbung hat. Und das ist für dein Gesicht. Wenn du hier so liegst, dann ist die Stirn da, das Kinn hier, aber deine Wangenpartie soll frei sein, sodass du hier deine Wangen nicht zerknautscht. Und dieses Kissen habe ich getestet und für gut befunden für seitlich schlafen, weil es eben keine Wangenfalten verstärkt. Ich stelle den Link auch in die Infobox und du bekommst auch, wenn du den Rabattcode benutzt, auch 10% Rabatt. Wenn du dir ein ausführlicheres Video zu diesem Kissen wünschst, dann schreib es mir in die Kommentare, weil dann werde ich dazu noch ein eigenes Video filmen, wo ich dir auch noch alle Details zeige und worauf man dabei auch achten sollte. So gut, dann lass uns die Übungen von vorhin gleich nochmal gemeinsam üben, sodass du sie dir wirklich gut merkst. Die erste Übung, das Stäbchen zwischen Lippen. So gut, dann kommt jetzt die nächste Runde. Leg deine Hände wieder auf deine Wangen und gib Schub nach hinten und oben, während du deine Mundwinkel aktiv nach oben ziehst, so wie wenn du lächeln würdest. Und halte diese Aktivierung in deiner Wangenmuskulatur. Ah, gut. Du merkst vielleicht, wie das Lächeln danach fast von selber geht. Und das ist, weil wir eben die Gesichtsmuskeln, die Wangenmuskeln dafür gekräftigt haben. Ha, gut, dann gleich die zweite Runde. So, begib dich wieder in Position. Jetzt bist du ja schon richtig geübt. Versuche wieder deine Mundwinkel möglichst aktiv nach oben zu ziehen, Richtung Ohren, so wie wenn du lächeln würdest. Deine Hände können wieder Schub Richtung Haaransatz geben. Gut. Kannst deine Lippen auch dazwischen mal auslockern. Sehr gut. Diese Übung eignet sich auch total gut für nebenbei, wenn du am Computer sitzt, während du deinen Abwasch machst, während du im Auto sitzt, bei all diesen Tätigkeiten. Leg dir einfach so ein Stäbchen an verschiedene Orte, neben dem PC, ins Badezimmer, ins Auto und dann hast du das immer parat und kannst es ganz, ganz einfach nebenbei machen und straffst deine Wangenpartie gleichzeitig und glättest deine Nasenlabialfalten. Gut, dann noch eine letzte Runde von dieser Übung. Jawohl, dann begib dich wieder in Übungsposition. Es kann sein, dass es jetzt schon ein bisschen anstrengend wird und dass du eine Art Ermüdungsgefühl in deinen Wangenmuskeln spürst. Aber halte noch ein bisschen durch, wenn es noch ein bisschen geht. Gleich hast du es geschafft. Jawohl, sehr gut. Gut, dann kommt die zweite Übung, die Glättungsübung mit der Zunge. Gut, du drückst mit deiner Zunge von innen gegen deine Wangen. Gut, dann lass uns loslegen. Du bewegst jetzt also wieder deine Zunge langsam rund um deinen Mund. Deine Wangen geben Widerstand und du versuchst, deinen Mund geschlossen zu halten, obwohl deine Zunge dagegen drückt. So bügeln wir quasi Falten von innen aus. Sehr gut. Häufige Frage, die da kommt, ist, wie lange und wie oft soll ich das machen? Ich habe jetzt bis 20 Sekunden gezählt und das ist auch eine ganz gute Dauer für die erste Runde. Und das Ganze wiederholen wir dreimal. Gut, dann die nächste Runde. So, es geht weiter. Du bewegst also wieder deine Zunge von innen rund um deinen Mund. Diese Übung führen wir langsam aus, dann ist es sogar noch effektiver. Beweg deine Zunge also nicht zu schnell, sondern lieber etwas langsamer. Ah.
So, hoppla, jetzt habe ich vergessen mitzuzählen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt einfach so lange gemacht, bis ich gespürt habe, wow, jetzt ist es wirklich anstrengend geworden. Und dann kann man eine Pause machen. Also es ist nicht so schlimm, wenn du mal das nicht so auf die Sekunde genau machst. Spür einfach, wann wird es anstrengend und dann mach noch ein paar Sekunden weiter und dann mach eine Pause, sodass wir den Kräftigungseffekt auch mitnehmen, indem wir so diese Ermüdungsphase der Muskulatur erreichen. Gut, dann noch die dritte Runde. Gut, dann beweg wieder deine Zunge von innen rund um deinen Mund. Auch wenn es jetzt wirklich schon anstrengend wird, halte noch ein bisschen durch, du hast es gleich geschafft. Denk einfach daran, wie du ganz wunderbar deine Nasolabialfalten dabei ausbügelst und dann geht die Übung gleich viel, viel leichter. Jawohl, sehr gut, dritte Runde ist auch geschafft. Super, dann kennst du jetzt bereits zwei Übungen, um deine Nasolabialfalten wirklich wirksam und sichtbar zu glätten. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir mit den Übungen gegangen ist. Und übrigens, falls dich das Thema auch betrifft mit hängenden Mundwinkeln, dann habe ich dafür bereits auch ein Video. Also schau dir das Video auch unbedingt weiter an, um da noch mehr zu erfahren. Okay, cool, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!